Das ist die erste Aufnahme mit dem Handy. Ja, ich habe noch ein iPhone X, das andere ist kaputt. Habe ich Patricia gegeben. Ich warte, dass es noch ein bisschen günstiger wird, dann wird es repariert. Ich bin vor Thomarkt, werde mir jetzt Beispiele angucken an Tapete, Wandsteine, Beleuchtung. Ja, ich habe eine Bar und morgen wird dann Mietvertrag unterschrieben. Bis ich meinen Mietvertrag habe, wollte ich nicht sagen, wo es ist, weil ich mir schon wirklich viel anguckt habe und gedacht habe, okay, das klappt jetzt. Ich werde jetzt da reingehen und dann mich inspirieren lassen, denn wenn das morgen klappt mit dem Unterschrift, habe ich eine Woche Zeit und die Vorarbeit möchte ich jetzt leisten, so wie Thekebau, Eiswürfelmaschine besorgen, was alles in so eine Bar halt dazu gehört. Ich gehe mal rein. Solche Lampen könnte ich mir vorstellen und ich werde die Richtung, die über den Tisch beleuchten lassen. Das sieht auch ganz gut aus. Nur andere Leuchtmittel kommt dann rein. Das heißt, es wird keinen Zweck haben, sondern nur für optische Aussehen dienen. Nur in der Stärke etwa. Sieht ja cool aus. Solche Leuchten will ich reinbringen. Cool. Super. Freue ich mich, dass es die mittlerweile so gut gibt. Cool. Für außen habe ich mir solche ausgedacht. So sieht das dann aus. Mit den Bienen, die ich vorhin gezeigt habe, die so schön orange, warm, gelb leuchten. Ist auch nicht so teuer, finde ich. Ich brauche ja nur 2 Stück. Was die Tapeten angeht, habe ich mir eigentlich sowas gedacht gehabt. Und ja. Ich hatte dasselbe, beziehungsweise dieselbe Tapete in meiner letzten Bar, aber ohne das Weiß, war komplett schwarz. Also das würde für mich auch in Frage kommen, weil ich nicht komplett schwarz haben will. Weil hier ist Weiß dabei und da ist Silber dabei. Gucken wir mal. Mit dem Holz hier. Die Länge wird mir auch reichen. Will ich dann oben an die Bar machen, dann kommen hier LED-Spots rein, die von oben nach unten waagerecht hängend nach unten die Sachen dann beleuchten. Und das gibt es auch in Schwarz. Hier mache ich dann die Spots rein, dann ist die Bar auch schön beleuchtet oben. Ja. Es ist alles da hier, was ich brauche. Das muss ich dann nur noch demnächst loslegen. Ah, wie immer, an die Theke. Nehme ich die hier. Die sind gut. Ich habe gute Erfahrungen mit dem gemacht. Hier kriegt man sie in Milch oder durchsichtige Glas. Und die Halterung dafür. Die gibt es hier so in Schwarz. Oder in Weiß und Grau. Ich sehe jetzt keinen da. Die kann man dann nehmen. Ich würde dann wahrscheinlich Schwarz nehmen. Das war's. Und das sind dann die Teile. Je nach Größe vom Glas kauft man dann ganz viele und setzt das Glas einfach hier oben rein.
Ja, so sieht's aus. Gut, ich bin eigentlich soweit fertig hier. So, genug Anregungen geholt. Ich weiß schon, wie viel Arbeit auf mich zukommt. Ganz viel nämlich. Macht nichts, gehört dazu. Macht ja auch Spaß. Man tut das, was man kann. Ich gehe jetzt am besten was essen. Sie schreibt schon. Und weg. Nö. Wir sind jetzt mit den Kindern auf den Schulhof mit Patricia. Jetzt sie hat die Hoverboard aus dem Auto geholt. Wow, cooler Lehrer. Ja? Ja, ich bin halt so toll, dass man meinen Namen ganz lange aussprechen muss. Selim, wie war dein Kindergarten? Die waren heute unterwegs mit dann. Echt? Ah, stimmt, die waren ja unterwegs, ja. Hast du heute Morgen gesagt. Dann Jenny spielt jetzt. Hallo, Schatz. Ich mag keinen. Die Luft ist raus. Jenny, du musst mit Papa in die Werkstatt. Jenny, die Luft ist raus. Guck mal, deshalb fährt er so langsam oder schwer. Geh mal nachfragen. Wollen wir fragen, ob wir da Luft reinkriegen? Ja, ist kaputt. Hast einen Platten. Musst du mit Baba das reparieren, los? Komm, Jenny, fahren wir hin. Jenny, wenn die das repariert haben, können wir dann nochmal fahren. Da ist die Luft raus. Ist kaputt. So ein cooles Mädchen. Sie ist mit Feuer und Liebe entstanden. Und Flammen. Glühend heiß. Hm? Ich bin hier schon wieder fast in dem gleichen Hotel. Ehrlich? Ich buche einfach, ich sag's dir nicht. Und dann, oh. Schatz, Buch. Warte. Schatz, ich würde an deiner Stelle einfach buchen. Ich bin bei sowas nicht wählerisch. Alles klar, dann machen wir das. Dann kann ich das mit den beiden Jungs klären, wer arbeitet. Ich finde meine Haare so voll cool, Schatz. So kurz geföhnt, wenig Arbeit. Gianni? Gianni? Gianni, komm her zu uns!
So, das Teil wurde repariert. Jenny kann damit fahren. Der liebt das Tretrad. Ja, jetzt fährt es sich auch leichter, gell? Super, Gianni. Viel Spaß. Alle Räder sind jetzt gleich aufgepumpt. Vorhin in Penny haben wir den Gianni das Teil gekauft gehabt. Zeig mal, Gianni, wie das funktioniert. Wow, Gianni. Ich habe hier überall Unkraut weggemacht. Es war voll. Natürlich darfst du raus, Schatz. Und jetzt ist alles unkrautfrei. Mein Schatz. Tolles Spielzeug. Freut mich, dass ihr Spaß habt. Ja, ganz viele Seifenblase. Die Kinder haben ihren Spaß. So, die Patricia hat gleich einen Termin in Frankfurt. Ich bin mit den Kindern zusammen, habe gerade noch mit dem Freund telefoniert. Ich trommel jetzt die Freunde, die ich habe, zusammen. Dann können wir gechillt den Laden fertig machen und eröffnen. Ich brauche jemanden aus der Gegend, der Fliesen legt. Da bin ich jetzt gerade dabei. Denn Badezimmer müssen ein bisschen saniert werden. Ich mag es nicht, wenn irgendwo in einem Lokal oder einem Bar oder einem Cocktailbar oder einem Pub Sanitäranlagen nicht ordnungsgemäß sauber sind. Absolut nichts für mich, wenn es stinkt oder runtergekommen ist. Nee, muss gut aussehen und immer schön sauber sein. Gianni, freut mich, dass es dir Spaß macht, mein Schatz. Und die Celine tanzt wunderbar dazu. Hier hat sich ein Model verlaufen. Ich kenne die nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus und kann bleiben. Ich dachte schon, das andere. Hallo, Hübsche, was geht? Hey. Läuft bei dir. Doch, du hast eigentlich recht. Weil ich brauche jetzt noch ein kleines Brockmann. Ich kaufe dir eins jetzt. Aber das ist ja Gold. Aber ich kaufe dir das nur, wenn du so aussiehst, wie du jetzt aussiehst. Nach dem Abwaschen frag mich nicht mehr. Nein. Nein, Schatz. Nee, nicht wegen Basteln. Wenn das Model im Waschbecken verschwunden ist, fragst du mich nicht mehr. Nein. Also, Jutzi Maus schläft, hat noch ein bisschen Mathematik gelernt. Chili hat das jetzt ausgedruckt von Google und die Geschwister dürfen sich dann was aussuchen, um auszumalen. Für Jenny hättest du einen Hulk oder Superman. Soll ich machen, kannst du machen, ja. Aber eins reicht ihm. Jetzt du darfst sie dann auch, wenn du fertig bist, aussuchen, mein Schatz, ja? Super. Ja, die Achille hat jetzt ganz viel davon. Tolle Schwester hast du, mein Schatz. Selin? Such dir eins aus, nicht knittern. Die Patricia ist weg, schon lange. Fast 2 Stunden. Sie ist bestimmt auch soweit, so gut wie fertig. Und ich denke, so eine halbe, dreiviertel Stunde fährt sie auch Richtung nach Hause. Ich bin mit den Kindern, die Selin muss lernen. Sie hat nämlich demnächst einen Mathe-Test. Chelia hat seit 2-3 Tagen Englisch gelernt. Sie ist Gott sei Dank ganz fit in der Schule. Und ja, Selin kann schon ihren Namen schreiben. Gianni, weißt du, wie man deinen Namen schreibt? Wie schreibt man deinen Namen? Mann, deine Füße sehen aus. So sehen Giannis Füße aus. Er war die ganze Zeit jetzt draußen. Ja, Gianni. Itzi, du machst bitte weiter. Nee, du nicht nach deinen Geschwistern gucken. Die waren jetzt ganze Zeit draußen. So. Gut, machen wir mal weiter. Kleines Abendessen für die Kinder. Super glücklich, Walla. Wassermelone! Guck mal, wie wenig der ist. Mama,
aber 50 Mal. Schmeckt's, Mäuschen? Ja, aber halt. Ja, musst du vom Rand essen, okay? Vom Rand ist es nicht so heiß. Das ist super lecker. Ehrlich? Weißt du, wer das gemacht hat? Ja, du. Ich hab das Essen zubereitet. Ja, Gianni? War lecker? Probier mal den Reis mit Fleisch. Das Essen hier, probier das mal. Das schmeckt auch lecker. Bist du satt? Ich will das dann essen, Mama. Ehrlich? Na dann. Gianni, geh deine Hände waschen, dein Gesicht waschen, dass du nicht so klebst. Soll ich dich waschen? Nein, ja. Nein, wasch ich dich. Komm her, mein Schatz. Zurück nach dem Termin mit Klaus bin ich jetzt wieder bei der Familie. Und wir werden jetzt den Jan und Celine Schuhe kaufen. Wir gucken. Der Termin war sehr gut. Den Klaus gefällt der Laden auch sehr gut. Bagger! Jungs. Hier ist schön kühl, gell, Schatz? Hier ist total. Ja, jetzt gucken wir noch nach Schuhe für Kinder. Hier geht der Alarm. Ich habe schon gesagt, ich komme halt ein paar Minuten. Ich bin nicht. Oh, die sind was für Johnny. Der zieht sowas doch an. Ja, ich könnte sie natürlich mitnehmen, ja. Wie mit auch. Aber die Jungs, das sind die Jungs. Ja. Aber die sind, guck mal, Mama, da sind noch besser. Die Johnny. Die. Ja. Johnny? Kann er sich austoben damit. Oh, wie cool. Johnny, deine Schuhgröße ist sehr beliebt. Alle Schuhe sind weg in deiner Größe. Super lecker. Johnny, zeig mal die Schuhe. Und sind die bequem? Ja. Das freut mich. Ja, die scheinen bequem zu sein. Schuhe für Johnny haben wir gefunden. Und Schuhe für Celine haben wir auch gefunden. Gell, Schatz? Ja. Ich liebe dich, mein Baby. Ich liebe dich auch. Alles gut? Mhm. Du hübsche Maus, du. So, das ist die Patricia. Das ist der Klaus. Ich nehme lieber mich. Genau. Ich nehme lieber mich auf. Wir sind hier bei Klausi. Nee, lass alles dran. Bei Heidi Klum findest du schön. Wir haben. Ja, und danach bampfen wir schnell was, hä? Ich hab Reismilch. Was bitte? Ich glaub's, Backe. Er kann immer noch kauen. Die Zähne waren auch teuer. Die müssen sich erstmal ausbezahlen, gell, Klaus? Was? Und Haferflocken. Hast du meine Zähne schon gesehen? Welche Zähne? Ah. Ja. Hat doch alle neu gemacht. Ja, was ist los? Heißt es heute verarscht den Idi oder was? Mhm. Ja, heute meinst du. Bei mir geht's auch. Also wenn ich habe mein Essen hinter mir.
Es hat super lecker geschmeckt. Klausi und Patrizia essen noch. Schmeckt's, Klausi? Sehr gut. Ja, leider, leider. Ja. Weil er Klausi abnehmen möchte. Ne. Wir haben noch gut Zeit, wir liegen gut in der Zeit. Hallo, Selin. Hallo, Bobby. Ich bin mit den Kindern im Schwimmbad. Die anderen holen sich noch Schuhe. Schuhe sind auch gleich da, die Patrizia. Ich hoffe, die holen für mich auch noch Schuhe. Du hast schon Schuhe gekriegt. Selin ist schon bei mir. Ja, Freundinnen von Selin sind auch da. Spielen schön. Gell, mein Schatz? Und Baba hat mir Eis geholt. Ja, sie darf jetzt Eis essen, dann kann sie direkt weiterspielen. Selin, wir lieben dich, mein Schatz. Wow, du hast ganz blaue Lippen und Zunge. Sag mal. Zunge auch. Zunge ist auch ganz blau. Und Zähne, oder? Zähne sind auch ganz blau. Zeig mal. Wie lang? Ich lache. Siehst du? Ja. Ich freue mich. Es ist sehr, sehr schön warm. Und genieße das Wetter. Gell, Schatz? Ja. Was habt ihr euch geholt? Süßigkeiten! Ja, lange Süßigkeiten! Verdammt lange! Und ich habe mir noch ein bisschen, was ich gegrillt habe, mitgenommen. Ich habe noch ein bisschen Ketchup, Mayonnaise dabei. Kinder haben ein bisschen gegessen. Boah, Gianni, ey, deine Brille sieht so gut aus, passt so gut zu dir. Yo, Gianni, deine Brille hat eine Süßigkeit. Ja, magst du? Moment. Wurst, lecker, lecker, lecker. Ui. Aber ich kann nicht. Okay. Ich kann nicht, Mama. Das ist ein Lutscher, gell? Ja, Lutscher. So, Leute. Ach, da kommt ja die Naturschönheit. Hey, Naturschönheit. Natur. Natur. Hey Schatz, hast du ja gut geschafft. Super. Ja, und dann kann man natürlich jetzt die sich...